Hi zusammen. Ich dachte, ich nehme mir noch mal eine Stunde raus und wir gucken uns Ocarina of Time weiter an. Prinzipiell der erste Playthrough. Ich habe in Kaufhäusern früher als Kind öfter schon mal gezockt. Ich habe prinzipiell auf dem GameCube dem Ganzen schon mal eine Chance gegeben, bin aber irgendwie immer wieder abgefallen, habe es nicht komplett gezockt. Geht also. Wird also Zeit. Letztes Mal waren wir gerade raus aus dem Kokori-Wald und waren hier auf die Eule getroffen. Jetzt müssen wir, glaube ich, der Plan war, zum Schloss zu gehen. Oder zur Ranch. Der grobe Polygon-Look, der hat irgendwas. Da wird's gleich Tag. Eigentlich. Was ist denn die Sonne? Ah. Das Timing. Da ist die Sonne. Kenne ich auf jeden Fall. Genug. Ja, ich war beim ersten. Ist bei Ihnen ein Smash oder so? Okay. Welcome to Hyrule Castle Town. It's a peaceful, prosperous town. Man, I'm so bored. Things would sure be more interesting if there were more troubles in the world. Hey, that's just between you and me, okay? Anyway, maybe we can let off some steam by breaking these jars. Stand in a jar and press A to lift it. Press A again to toss it. Das ist noch viel mehr Spaß. Interessant, dass die Version. Ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, aber wenn ich eine Wand treffe, habe ich Rumble. Das Spiel damals schon Rumble Pack Unterstützung? Kam das. Vor. Nach Legend Wars raus. You believe this guy was crazy enough to try to sneak into the castle to see Princess Zelda? All because of this idiot, they've tightened security at the castle. Okay, also Leichen ist angesagt. Wir klingen jetzt gerade Sekunden. Da war doch niemand da. Son. I wanted to see Princess Zelda. I wanted the guards. Swam through the moat. I was almost there when they caught me.
Hier auf der rechten Seite anscheinend ihr was zu reinschauen. Have you heard the legend of the Shadow Folk? They are the Shika, the Shadows, the Hylians. They say they swore allegiance to the King of Hyrule and guarded the royal family. But with long peace, no one has seen a Shika around here for a long time. However, I heard there is one Shika woman living in the castle. Made a lot of money. Maybe I should go look for more things to sell. I should go to Lake Hylia. Many things float down the river and end up. Is this the Link's awakening? Hey, your clothes. They're different. You're not from around here, are you? Oh, you're a fairy boy from the forest. My name is Marlon. My dad owns London Ranch. Dad went to the castle to deliver some milk and he hasn't come back yet. Okay. Das ist anscheinend ja hier hinten. Ich hatte die Wahl zwischen der englischen Version 30 FPS oder der deutschen Version mit 20. 30 FPS entschieden. The princess is inside the castle, just go ahead. Be careful not to get caught by the guards. On this ground, time flows normally. But time stands still while you are in London Ranch or in a town. Want time to pass normally, you'll need to leave town. Well, well, which way do you want to go now? Do you want to hear what I said again? You're a smart kid. Good then. Was für abgefahrene Zwischensequenzen für die Zeit. You say you want to see Princess Zelda, eh? You probably heard about her in town and decided you had to meet her. Well, go home, get out of here. Princess would never grant an audience to the likes of you. Bäume kann ich nicht umklettern. Ach, wahrscheinlich brauche ich ein Glas. Ja. War doch gerade, oder? Animation. Jetzt. Ich muss hier aber genau am richtigen Punkt stehen. So, gleich. The statue's one-eyed gaze pierces into your mind. Noch. Okay. Jungs. Passt.
Sackgasse. Okay, gut. Da. Weiß. Okay, also bräuchten wir jetzt Bomben, um hier reinzukommen? Hier komme ich offensichtlich nicht durch. Bomben habe ich noch. Nicht vom letzten Mal, ne? Nee. Warte, 2 und 8. Okay, gut. Keine Chance. Okay. Ah, hey. Are you going to the castle, fairy boy? Would you mind finding my dad? He must have fallen asleep somewhere around the castle. What thing for an adult to do? Oh yeah, if you look for him, I'll give you this. I've been incubating this egg very carefully. Got a weird egg. Feels like there's something moving inside. Set it to see and see what's happening. What happens? Okay, jetzt haben wir. Haben wir einen? Okay. Sollen wir den Vater finden? Ja. Ja, anscheinend ist er im Schloss. Aber wir kommen nicht ins Schloss ohne Bomben. Was für ein seltsamer Shop. Ich versuche mal so den Sub, so das Grobe im Deutschen wiederzugeben. Das macht es vielleicht einfacher für mich. Ich frage mich, wann er wieder offen hat. Ich habe das Schild da drüben gelesen, aber es ist so. Happy Mask Shop. Bitte vorsichtig, bitte aufmerksam lesen, bevor ihr den Shop nutzt. Wir verkaufen keine Masken in diesem Shop. Wir leihen sie an. Du verkaufst die geliehenen Masken selber. Du zahlst das Geld zurück für die Masken. Dann gibst du ein neues Modell. Du kannst Masken, die du bereits verkauft hast, nochmal wieder ausleihen. Aber man kann die nur einmal verkaufen. Bitte. Okay, niemand da. Gerade keine Chance. Gerücht, dass der Potion Shop ultimative Medizin herstellen kann. Willkommen!
Geister-Spirit. Okay, verschiedene Sachen. Okay. Hier sind wir noch zu früh dran. Bomben, das ist. Willkommen. Haben wir. Ich kann sie gerade nicht kaufen. Warum nicht? Ein Monster, das hylianische Schilde frisst. Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Sieht luxuriös aus, Kind. Was? Du suchst nach dem Typen der Longhorn Ranch? Vielleicht. Ich hab jemanden mit einem Drittklasse-Bart ein paar Boxen zum. Ich bin spät. Für ein sehr wichtiges Date. Die erzählen uns was zum Tempel der Zeit. Okay. Hier. Ja, okay. Bomben kaufen geht anscheinend nicht. Bowlingen. Wir haben noch nicht geöffnet. Bitte, mit C. Verkauf mir was mit C. Oh, 20. Raus. Pushing Gallery. Wir müssen 10 Ziele treffen. 10 Schüsse. Reicht das denn nochmal? Okay. Bitte. Ach, das sind. Die zählen gar nicht. Ja, okay. Kann ich mir nicht leisten? Nein. Hey, was kann man denn? Okay. Hey, was? Was ist denn falsch dran, einfach den ganzen Tag rumzulungern? Hä? Verschlossen. Nachts sind Jungen unterwegs. Okay. Okay.
Das ist doch bestimmt irgendwas. Ihr Kind. Raus. Mein Welpe kann schneller rennen als alle anderen. Okay, heißt es. Mach mal rein. Dann gucken wir uns mal den Tempel der Zeit an. Text haben wir gerade schon mal gehabt. Drei Einlässe. Derjenige, der die drei spirituellen Steine besitzt, steht mit. Soll sich mit der Ocarina der Zeit hinstellen und den Song der Zeit spielen. Ich bin mir ja gerade. Schlüssig, ob wir einfach was Fettes übersehen. Hier waren wir schon. Mal kurz zu farmen. Ein paar Rupien abgreifen. So, theoretisch können wir jetzt zwei Runden spielen. Das wollte ich fahren. Los. Okay. Die London. Noch. Auf jeden Fall bin ich der Köpfe, glaube ich, oder? Scheint hier nicht zu funktionieren, okay. Dann kein. Blaue Vase. Das macht nichts. Okay, irgendwer wohnt über den Hügel. Thank you.
Dann kann man nichts machen. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Was? Warum lungerst du hier rum? Du kleiner, weirder Typ. Ich bin Ingo. Ich kümmere mich um die Ranch. Ich arbeite hier schon eine lange Zeit für den faulen Sack Talon. Heute ist er zum Beispiel was am Schloss abgeben und er ist bisher noch nicht zurückgekommen. Also kümmere ich mich um alles hier. Okay. Das heißt, keine Bomben. Ich habe irgendwas anderes übersehen. Ich bin, glaube ich, noch nicht so richtig im Zelda-Puzzle-Mindset hier. Versuchen wir es nochmal. Keine Ahnung, ich werde wohl irgendwas übersehen haben. Nehmen wir jetzt noch einmal Kohle mit. Dann benutzen wir die. So, 8. Damit sollten wir doch erstmal komische Schuss-Challenge schaffen. So, hier war mal nichts. Tier. Nee, die haben nicht geschlossen. Da war ich anscheinend gerade noch nicht. Mann. Hier das Huhn verkaufen? Will er nicht, okay. Ja. Nein. Ich glaube, wir haben schon 5 verpasst. Ja, komm, gib's mir nochmal hier. Das gibt's ja nicht. Damit.
Mann. Nein. Hier kann ich direkt klicken eigentlich. Denn so schlecht sein. Junge, Junge. Achso, nee. Wollte ich jetzt gar nicht nochmal. Ball verpasst. Die haben wir beide. Ah, nein. Könnte ich mir nicht mehr leisten. Okay. Wir waren jetzt da. Gibt's hier noch was? Gibt's noch eine Abzweigung? Nein. So, da können wir nicht rein. Du stehst da schon, um darauf hinzuweisen, dass ich hier hoch bin. Jetzt keine Sackgasse mehr, wenn... Check's ja nicht. Ändert sich in der Nacht was? Zeit ist ja anscheinend wichtig. Okay. Ändert sich irgendwas, wenn ich in 18 bin? Oh Mann, bin ich ein Idiot. Ich hab's mir doch deutlich komplizierter gemacht als gedacht. Mann, oh Mann. Mein erstes Videospiel. Zelda, mein allererstes. Ich bin zumindest gerade vor.
Hey. Okay, der hat mich gehört. Hätte dir Zelda. Den ist nix. Den darf ich nicht zu nah ran. Die Ecke mit dem Baum. Nix. Hier schwimmen? Ja, okay. Ich kann ihn wieder raus. Gut. Hier schnarcht der Kollege. Vielleicht jetzt? Geht ab. Hallo, wer bist du? Ja, ich bin Talon. Der Besitzer der London Ranch. Ich bin zum Schloss gegangen, um ein bisschen Milch zu geben. Aber ich habe mich hingesetzt und bin anscheinend eingeschlafen. Was? Marlon sucht mich? I'm gonna catch it from her now. Oh, ich hab richtig Scheiße gebaut. Marlon zurückzulassen, damit sie auf mich wartet. Ich will mir vielleicht was erzählen. Okay. Okay. Wasser mit dir. Ist ein Rätsel. Hat nicht mehr zu tun gehabt. Wie lang gehen? Okay, wir kommen hier. Hm.
Tür, oder? Was denn? Na was denn? Also an einigen Stellen ist das Spiel gerade ein wenig entweder zu oldschool oder ich habe heute Denkprobleme. Beides möglich. Nein, wir haben ja auch Link's Awakening gezockt. Das ist ja auch rätseltechnisch eigentlich recht erfolgreich. Ich bin gespannt, dass ich hier gerade einfach schon so hart am Anfang keine Ahnung habe, was ich eigentlich zu tun habe. Ah, okay. Nachts waren Wachen da. Sneaky, sneaky. Wann los? Kann ich nicht irgendwie krabbeln, wann immer ich will? Schild. Strafen. Vielleicht nicht. Okay. Haben wir auch geschafft. Was geht bei euch? Könnte ich alle so entspannt sein wie der Kollege am bei den Töpfen. So. Okay. Sehr gut. Um die Frage von gerade zu beantworten, ich denke, glaube ich, gerade einfach noch zu komplex. Mal. Peach Bowser. Wer bist du? Wie hast du es an den Wachen vorbeigeschafft? Oh, was ist das? Ist das eine Fee? Dann bist du aus dem Wald?
Dann hast du vielleicht den Spiritual Stone of the Forest. Huh? Der grün glimmernde Stein. Hast du ihn? Genau wie ich erwartet hatte. Moin Kaiser. Ewig nicht gesehen oder gesprochen. Erste Mal Ocarina of Time? Ja, ich habe Ocarina of Time damals irgendwie, als die N64 noch in Kaufhäusern standen, immer mal wieder angezockt, aber da war schon wieder hier dran vorbei oder noch nicht hier. Es war meistens nur im Kokoridorf. Und dann habe ich es auf dem GameCube mal versucht, bin aber auch irgendwie, ich glaube, ich hatte einfach andere Spiele dann zu dem Zeitpunkt. Seitdem keinen Kontakt mehr mit dem Spiel gehabt. Und das, den dunklen Fleck in meinem Backlog muss ich endlich mal beseitigen. Ich hatte einen Traum. In dem Traum gab es dunkle Sturmwolken über Hyrule. Aber plötzlich gab es einen Lichtstrahl aus dem Wald. Er hat die Wolken geteilt und den Boden erhellt. Das Licht hat sich in eine Gestalt verwandelt, die einen grünen und glimmernden Stein hielt und von einer Fee verfolgt wurde. Ich weiß, dass eine Prophezeiung ist, dass jemand aus dem Wald kommt. Und ich glaube, du könntest derjenige sein. Oh, das tut mir leid, ich habe mich komplett in meiner Story verheddert und habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Unerhört, dann spielen wir das heute mal in einem Rutsch durch. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. So, irgendwann muss ich essen, aber bis dahin gucken wir mal. Ich vermute mal, du hast es schon gezockt. Wie ist dein Name? Link. Seltsam. Klingt irgendwie vertraut. Okay dann, Link. Ich erzähle dir das Geheimnis des geheimen Reiches, das seit jeher in der Königsfamilie weitergetragen wurde. Bitte erzähl es keinem weiter. Okay. Das hier ist die Legende. Wie geht's dir, Kaiser? Zwischendurch mal. Was hast du zwischendurch gezockt? Das war mein erstes Zelda, ich bin vertraut mit dem Spiel. Ja, mein erstes war. Link to the Past. Aber auch das habe ich tatsächlich nicht durchgespielt. Das steht als nächstes auf meiner Liste. Aber ich wollte erstmal in das 3D-Ding durchgehen. Das erste, was ich durchgespielt habe, war Wind Waker. Der Tempel der Zeit wurde gebaut, um das Triforce vor dem Bösen zu beschützen. Okay, durch den Tempel der Zeit kommt man in das Geheime Reich. Aber das ist verschlossen. Durch die Tür der Zeit. Und 3 spirituelle Steine. Die Ocarina der Zeit. Spielen wir das über Nintendo Switch Online XP oder einen anderen Emulator? Wir spielen über Nintendo Switch Online XP. Die Story habe ich verstanden. Das ist großartig. Ich habe dir nicht erzählt, was ich mir durch dieses Fenster überhaupt angeguckt habe. Die dunklen Wolken. Ich glaube, die werden durch den Mann dort drüben symbolisiert. Lass mal gucken. Ja. Okay, Ganondorf.
Mann mit den bösen Augen. Das ist Ganondorf. Der Anführer der Gerudos. Die kommen von der Wüste tief im Westen. Er schwört meinem Vater zwar Treue, aber ich bin mir sicher, dass er es nicht echt ernst meint. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinem Traum bedecken, müssen diesen Mann symbolisieren. Was passiert, hat er dich gesehen? Mach dir keine Sorgen. Er hat keine Ahnung, was wir planen. Noch nicht. Ja, ich habe meinem Vater von meinem Traum erzählt. Allerdings glaubt er nicht, dass es eine Prophezeiung ist. Aber ich kann das Böse des Mannes spüren. Ganondorf ist hinter dem Treeforce her. Er muss nach Hyrule gekommen sein, um es sich einzuverleihen. Und er will Hyrule erobern. Die gesamte Welt. Link, jetzt sind wir die einzigen beiden, die Hyrule beschützen können. Bitte. Danke. Ich habe Angst und ich habe das Gefühl, dass dieser Mann Hyrule zerstören wird. Er hat so unfassbare Macht. Aber es ist super, dass du gekommen bist. Wir dürfen Ganondorf nicht das Triforce kommen lassen. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Macht beschützen. Er wird sie nicht haben. Ich finde die anderen beiden Spiritsteine. Lass uns das Treeforce holen, bevor Ganondorf es tut. Und dann besiegen wir ihn. Eine Sache noch. Nimm diesen Brief mit. Bisher wird dir helfen. Du hast Zeldas Brief erhalten. Wow. Dieser Brief hat Zeldas Signatur. Zeig mir sie vor. Ja. Hier kann ich den Leuten sein. Alles klar. Danke, Zelda, hast du noch was zu sagen? Okay. Jemand bringt mich raus. Ich habe mittlerweile eine OLED, weil ich meine Switch weiterverkauft habe. Mir ist halt nicht passiert. Ich bin jüngst beim Breath of the Wild Longplay von jemandem hängen geblieben und habe irgendwie Bock, das wieder neu anzufangen. Geht mir auch so. Ich habe das bei wie heißt er gleich? Der Kollege heißt... Ja. Royal Funk. Hab ich das Playthrough gesehen und hab mir gedacht, ich schließ mal eine Lücke im Backlog, deswegen Zelda Ocarina of Time. Ich bin Impa von den Sheikas. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu beschützen. Alles ist genauso, wie die Prinzessin es erzählt hat. Du bist ein tapferer Junge. Du machst dich gerade auf den Weg in ein riesiges Abenteuer, oder? Meine Aufgabe im Traum der Prinzessin war es, eine Melodie an den Wald weiterzugeben, an den Jungen aus dem Wald. Das ist die uralte Melodie, die von der Royalen Family weitergegeben wird. Ich habe dieses Lied der Prinzessin als Schlaflied vorgespielt, seitdem sie ein Baby war. Es ist eine mysteriöse Power in diesen Wieso genau spielen wir das auf Englisch? Weil Nintendo Switch Online mich entweder das auf Deutsch spielen lässt mit 20 FPS oder auf Englisch mit 30. Und die 20 waren mir dann doch zu hart.
Und ich hätte auch noch warten können, um den Port zu spielen, der jetzt gerade sein auf dem PC aufgetaucht ist. Aber da warte ich nochmal, bis der ein bisschen weiter ist. Wir warten. Ich hab, als ich mir das Ding geholt habe, ich muss den irgendwann mal benutzen. Du hast Zelda Schlaflied gelernt. Okay, sie führt mich aus dem Schloss. Ah, richtig, das PAL NTSC. Ja, schon bescheuert. Bei einigen Sachen hat es ja ganz gut funktioniert. Aber 50 Hertz. Ah, nee, es war nicht 20 FPS, sondern 25 FPS. Ist trotzdem bescheuert. Tapferer Junge. Dieses mysteriöse und wunderschöne Hyrule beschützen. Für den Berg da hinten gut an, das ist der Death Mountain. Heimat der Goronen. Die haben den Feuerstein. Wirst du mein Dorf finden, Kakariko? Da wurde ich geboren und bin dort aufgewachsen. Du solltest mit einigen von den Leuten sprechen, bevor du den Death Mountain betrittst. Der Song, den ich dir beigebracht habe, der hat einige mysteriöse Kraft. Bla. Wird beweisen, dass du eine Verbindung zur royalen Familie hast. Wir zählen auf dich. Nice. Auch Wolke weg. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Kakariko, Kokoriko. Ich kann mich daran erinnern, als das erste Mal beim GameCube RGB-Kabel rauskam für das Gerät und es endlich möglich war, so einige Spiele rüber zu switchen auf 60 FPS, war eine Offenbarung damals bei Smash Bros. Go. Ding dong, ding dong. Ich bin ein Soldat von Kakariko. Die derzeitige Zeit ist 15.06 Uhr. Impa hat das Dorf den meinem Volk geöffnet. Irgendwann wird dieses Dorf genauso groß sein wie Hyrule Castle. Okay, im Norden finde ich den Weg zu Death Mountain. Aber ich brauche die Erlaubnis des Königs, um tatsächlich hochzugehen. Schreiner. Ich bin der Boss der Schreiner, der angeheuert hat, um das Dorf zu verbessern. In eine richtige Stadt zu verwandeln. Aber die Leute von heute haben einfach keine Ambitionen. Weißt du, was ich meine? Meine Arbeiter rennen hier einfach kopflos durch das Dorf, machen überhaupt keine Fortschritte. Mein eigener Sohn hat meinen Job. Ich wandert einfach nur den ganzen Tag rum. Alle nutzlos, sag ich dir. Betonung: Kakariko. 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 Du bist ein bisschen zu spät dazugekommen. Ich stand mega auf dem Schlauch, weil ich dachte, wir brauchen eine Bombe, um Zelda zu finden. Ich war nicht klar, dass ich einfach dran vorbeigehen kann. Wachen. Hey Junge, ist das dein erster Besuch in diesem Dorf? Ja, das haben wir gerade schon mal gehört. Jetzt sind wir noch nicht weg. Okay. Oldschool-Render-Stil hat ihn was.
wäre, da unten rennt wer. Wir machen vorbei in den Palastgarten, das ist also ein Kampf. Ja, war es hier auf jeden Fall. Keine Ahnung, was mit euch geht. Okay. Akustisch ist das Spiel auf jeden Fall ein Traum. Ich hab Sounds lange nicht gehört. Für mich ist die Akustik in dem Spiel immer die halbe Nostalgie. Dunkel, eng, gruselig. Ein Brunnen mit drei Features. Den ganzen Tag arbeiten wir blablabla im Dorf. Eine Weile dauern, bis wir fertig sind. Dann noch jemand, darin noch jemand. Okay. Friedhof. Okay. Oh ne, hier ist eine Tür. Oldboy-Film rübergehen kann. Oh no! Was gibt's? Meine Kukos! Alle weggeflogen. Bitte bringen sie zurück. Okay. Eins war, glaube ich, hier am Eingang. Ah, da ist auch eins. What? Geh mit dem Haus. Wir sehen so aus wegen dem Spinnenflug. Wenn alle Spinnen mit Flüchen in der gesamten Welt zerstört werden, wird der Fluch gebrochen. Wenn du eine Spinne mit Fluch tötest, wird ein Token entstehen. Sammel die ein. Okay. Ich habe gezeigt, wie viele ich getötet habe. Und wenn das neben dem Map-Subscreen angezeigt wird, dann gibt es da keine weiteren zu töten. Natürlich ist das nur unser Traum. Du musst es nicht tun, wenn du nicht willst. Wenn du meinen Familienfluch brichst, beseitigst, sehr reich machen, okay? Wow! Bei euch! Ich bin verflucht. Ja.
Ja, okay. Das war aber derselbe Typ, immer wieder. Die Quest ist auch so ikonisch. Die Huhn-Quest oder die. Die mit den Spinnen? Die mit den Spinnen. War mal das große Imperhaus. Du darfst auch reingehen. Das war mal ein Chica Village. Aber Imper hat es für alle geöffnet. Übrigens, ein weiterer Blindspot, den ich mal beseitigen will, ist Final Fantasy 7. Ist nie zu Ende gezockt. Ich hatte es damals für den PC. Aber es gab ganz komische Bugs bei mir, die dafür gesorgt haben, dass die Render-Videos mit den Ingame-Charakteren, die Ingame-Charaktere standen mal auf dem Kopf. Deswegen habe ich nie, ich habe glaube ich nicht mal die erste CD durchgespielt. Hey Kind, gehst du immer in andere Häuser, andere Leute Häuser ohne Erlaubnis? Hast du eine Lady hinter dem Haus stehen sehen? Ich mach gerade harte Zeiten durch. Ja, okay. Ich habe noch nie einen Final Fantasy gezockt, bin einfach kein Japano-RPG-Fan. Kann ich verstehen. Ist auch irgendwie ein spezielles Ding. Ich habe in der Pandemie, ich glaube 2020, habe ich Final Fantasy 9 mal durchgespielt, weil es doch irgendwie so den universell besten Final Fantasy zählen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht reingekommen. Ich habe es am Ende durchgespielt, aber ich kann sehen, dass die Charaktere gut sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das war ein man muss da gewesen sein. In der richtigen Zeit da gewesen sein Spiel. Einige Sachen wirken einfach hart veraltet. Die Story hat mich nicht gepackt. Wo war denn das Huhn am Eingang? Hier. Gibt's da noch mehr Hühner? Oh, Moment. Moment. Ich komm hier noch gar nicht hin. Deine Mikro-Audio könnte ein bisschen lauter sein. Okay, warte mal. Ich nehme es mal ein bisschen näher ran. Ich habe vorhin schon mal festgestellt, dass da irgendwas nicht ideal ist. Aber ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Ist es so besser? Super, ja. Okay. Okay. Keine Hühner auf dem Friedhof. Achso. Die Chica gucken sich hier die Leute an. Was geht bei dir? Es gibt eine herzklopfende Grabbuddlatur. Aber Kinder dürfen nicht mit, weil ich das nicht kann. Imitiere ich einfach den Gravekeeper den ganzen Tag. Okay. Guck mal, wir brauchen eine Schaufel oder sowas. Ah. Grab der royalen Family. Weiche Erde. Okay. Hier ist niemand.
Sei ruhig. Es ist erst kurz nach drei. Ich bin noch im Bett. Geh weg und spiel. Vielleicht findest du einen Geist während der, in der Tageszeit? Was? Ich sag's mal so, respektvoll mit Gräbern umgehen ist in Videospielen unnötig. In den meisten ja. Gibt's nicht einen Gravekeeper-Simulator? So ein bisschen ist wie Stardew Valley. Ich vermute mal, da geht man ein bisschen respektvoller mit dem Ganzen um. Also, da gibt's eine Leiter. Da muss ich mal hin. Wir lasen gerade einen Tipp. Herzlichen Dank. Okay, da komme ich von hier nicht hin. Ein Huhn! Kann ich mit dem Huhn so Zelda-mäßig gleiten? Ja. Okay. Dann hoffe ich doch, dass ich jetzt einfach hier rüber gleiten kann. Yes. Okay. Geht's mal dahin. Das nehme ich auch mit. Noch hier? Ja. Wie viele Hühner muss ich denn eigentlich sammeln? Also mehr als drei, weil ich noch eins mehr gesehen habe. Also vermutlich mal sowas wie fünf oder so. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber konnte man in Link to the Past auch mit den Hühnern gleiten? Du? Okay. Keine Quest, kein Nix. Wie komme ich denn jetzt? Die andere Seite von diesem Zaun, da ist eine Leiter. Mein kleiner Junge ist gerade nicht hier. Ich glaube, er spielt auf dem Friedhof. Ja, okay, den, da wissen wir, wo er ist. Durch? Eine Tür? Du bist im Weg, Junge. Ja, dann geh halt. Oder lässt du mich durch, wenn ich dir den Brief zeige? Dann werd ein Dieb. Nix. Okay. Der Typ ist wahrscheinlich ein... Vielleicht ist der nachts nicht da? Okay. Lass mal ein bisschen Zeit verstreichen und komm dann wieder. Ach, hier ist auch noch ein Huhn. Okay. Na. Ah, kontextsensitive Steuerung. Das ist einer der Zimmermänner, der ist immer da. Also auch nachts. Dann habe ich vielleicht noch die Option, hier in den Brunnen zu gehen. Hm.
Hier geht auch noch nichts. Also. Wenn ich wegziehe, dann mache ich kurz mal Zeitraumideen ab. Das ist genau richtig. So, aus dem Haus. Aber zwischen den Häusern komme ich doch nicht durch, oder? Da sind überall Zäune vor. Und von oben kann ich nicht runterspringen. Mit dem Huhn kann ich wahrscheinlich da gar nicht hochklettern. Da ist ein Loch. Ich vermute aber eher, dass man da reinfällt und nicht, dass man da wieder rauskommt. Vielleicht kann man da auch wieder raus. Okay. Dann kann ich gerade, glaube ich, nicht so viel mehr machen, vermute ich. Gucken wir mal, ob wir das hier öffnen können. Die Geometrie der Umgebung zu nutzen ist auf jeden Fall richtig. Oh, das ist Prinzessin Zeldas Schrift. Mal gucken. Hm. Hier ist Link. Das hier ist Link. Er soll Hyrule retten. Okay, alles gut. Du kannst gehen. Aber sei vorsichtig, Mr. Held. Okay. Also Kaiser, du sagst, ich komme jetzt gerade schon an alle Hühner ran. Ich brauche ein richtiges Schild. Okay, ich krieg das Schild im Bazar. Bekomme einen Discount. Für den Tipp, den er mir gegeben hat, möchte er gerne einen Gefallen. Vom Happy Mask Shop. Sein Sohn möchte eine Maske, aber er kann da nicht hingehen. Wir sollen ihm eine Maske mitbringen. Ja, das kriegen wir hin. So, okay. Die Geometrie zählt. Dann gehe ich vielleicht doch nochmal hier hoch. Irgendwofür muss hier oben ja gut sein. Und ich ermutige dich dazu, dich auf dem Friedhof noch weiter umzusehen. Okay, mache ich. Auch dafür die richtige Tageszeit. Bin ich hier jetzt? Okay. Mit dir sprechen? Der Kollege sieht aus, als hätte er ein Bein im Dach. So, da komme ich nur hoch, wenn ich aus... Entweder komme ich da durch die Mühle hoch oder von hier. Da waren wir schon. Kann ich hier irgendwo runterspringen und über den Zaun gleiten, wenn ich mir nochmal einen Huhn mitnehme? Glaube nicht. Okay. Für das, was du meinst, für das, was ich meine, spielt die Tageszeit auf dem Friedhof keine Rolle. Okay, dann machen wir das gleich. Hier irgendwas machen? Warum stehst du hier? Keine Sonnenhäuser. Was ich mich gerade schon mal gefragt hatte, jetzt gerade hat es nochmal gerumbelt. Ist das Spiel hier mit Rumble-Unterstützung schon rausgekommen? Gab es das schon vor, also ist das nach Lighted Wars rausgekommen? Also irgendwie kann ich anscheinend da rankommen und ich vermute mal, ich muss
irgendwie rauf. Keine Leiter, war zu erwarten. Green of Time könnte das Rumble Pack nutzen, aber nur bei sehr arkanen Gelegenheiten. Wenn ich hier gegen eine Wand schlage, dann rumbles. Das hat jetzt nichts mit Magie oder so zu tun. Falls du das mit Arkanen meintest. So, hat er gesagt? Moment. Mr. Dampé, ah ja, der Kollege im Friedhof. So. Wir haben, also eins der Gräber, die rausstanden, war das Royale. Und wir haben den Brief und die Melodie. Ich vermute mal, der Brief ist nichts, was ich hier nutzen kann. Dann stellen wir uns mal hier hin. Ah, schon mal ein gutes Symbol. Spannend ist ja auch, dass man bei Spielen, die jetzt ja doch schon die eine oder andere Dekade auf dem Buckel haben, und die als Klassiker wahrgenommen werden, oder halt Klassiker sind, die gar nicht absprechen, dass da auch viel irgendwie über die Jahre in kultureller Osmose aufgenommen wurde. Also ich weiß auf jeden Fall bestimmt mehr oder weniger versehentlich die Lösung zu der ein oder zum ein oder anderen Puzzle, weil ich mal irgendwann Games dann Quick geguckt habe oder weil ein ähnliches Puzzle im Nachfolger mal drin war oder sowas. Keine Flammen. Ja, das Rumble Pack nicht. Ob es für Schwertstreiche genutzt wurde, weiß ich nicht. Es gibt aber einen Gegenstand, bei dem es rumbelt, wenn sich Bodenhöhlen in der Nähe befinden. Okay, spannend. Ich glaube, die Zombies kenne ich tatsächlich aus Smash Brothers. Wo sind die denn da nochmal? Im Adventure-Modus oder so? Oh. Halt mal nicht aus. Okay, die lassen nicht fallen. Ja, dann lieber nicht. Raum. Schön atmosphärisch. Auch für 1997. Okay, da ist eine Melodie. Links unten oben, links unten oben. Dieses Gedicht ist für die Erinnerungen an die vergangenen Mitglieder der Royal Family. Die aufgehende Sonne wird irgendwann untergehen. Das Leben eines Neugeborenen wird vorübergehen.
Von Sonne zu Mond, Mond zu Sonne. Gib eine Rast, eine friedliche Ruhe den lebenden Toten. Interessantes Gedicht. Es ist die geheime Melodie der guter Composer. Okay. Sun's Song. Hey. Ja? Gewechselt. Okay, rastlose Seelen wandern, wo sie nicht hingehören, bringen in Ruhe mit dem Sonnensong. Okay. Hier noch. Aufheben? Nein. Mal zurück. Ah, okay, die stehen. Probier's mal aus bei den Zombies, ja. Der Tipp. Ah, nice. Mit dem Beamer zurück. Okay, jetzt ist Nacht. Oder nur regnerisch? Nee, Nacht, da ist der Kollege Grabmensch. Mit dir reden? Ja. Hey, Kind. Mach keinen Unsinn bei den Gräbern. Ich bin Dampé, der Grabkeeper. Mein Gesicht ist vielleicht gruselig, aber ich bin kein schlechter Typ. Lass mir hier einen Tipp für deinen Side-Hustle. Die Grave-Digging-Tour, von der wir gerade schon mal von dem Kind gehört haben. Okay, was noch rauskommt. Ah, ich muss ihn anhalten und dann für 10 Rupien gräbt er einen Loch. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt quasi warten, bis er hier. Okay, ich soll anscheinend nochmal mit Saria reden. Boah, Junge, bist du langsam unterwegs. Komm mal her jetzt. Okay, gut. Stück. Nice. Und wieder volles Leben, das ist auch sehr gut. Lässt er sich Zeit. Das ist der Hauptgewinn. Okay. Ah, und es gibt auch Nieten. Gut. Dass wir, wo er gerade hier ist, gucke ich mir das nochmal an. Aber das
Reicht dann, glaube ich, auch. 5 zurück? Nee, danke. Gibt es bei dem Spiel am Ende noch eine Schaufel? Kann ich das irgendwann selber? Ah, Moment. Wenn der draußen ist, kann ich vielleicht in seine Hütte? Ja. Bringt das was? Sein Tagebuch. Er hat ein Geheimnis gefunden, das sich ausdehnt und wieder zusammenschrumpft. Er das nie jemandem geben will. Okay. So, zurück im Dorf. Da oben ist ein Loch. So nach Loch. Ach, guck mal. Wir haben eine Goldskulptula gehört. Da sind wieder Käfer. Irgendwer sammelt doch bestimmt auch noch Käfer. Du? Das ist nicht der von gerade. Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist wahrscheinlich auch widerlich. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt gucken wir mal oben bei dem Haus. Der Sohn des Zimmermannchefs. Ah, okay. Familienähnlichkeit nicht vorhanden. Mein Sohn schläft gerade. Okay. Nichts machen. Hier ist noch eine Skulptur. So, was machen wir denn jetzt? Aha. Kann ich runterkommen, also kann ich nur die Sterne angucken. Das alles? Okay. Kann streamen gelangen, aber es ist ein bisschen krampfig. Also ich check ja gerade schon nicht mal mehr. Ach komm. Kann ich nicht mehr schießen? Das nochmal. So. So, ich check ja gerade schon nicht mehr, wie ich auf die andere Seite von diesem Zaun komme. Das finde ich ja gerade schon irritierend, dass ich da nicht eine Lösung für finde. Hast du einen Tipp? In welche Richtung soll ich mal gucken? Vielleicht geh einfach weiter zum Berg. Über einen Zaun willst, der weiter oben gut. Ja. Richtig viel weiter oben gibt es hier aber ja
gerade nicht, oder? Also ich will über zum Beispiel über diesen Zaun. Oder ich will über den Zaun da hinten. Ach Gott. Ich glaube, ja, ich glaube, hier hinten stehe ich einfach auf dem Schlauch. Ja. Aber das Hühnerrätsel ist auf Kakariko bei Tag beschränkt. Okay. Vermute mal, hier mit dem Huhn rüberfliegen. Ja, ich muss es ja mal ausprobieren. Also. Mehr oder weniger eine rhetorische Frage. Ich muss ja erstmal die Uhrzeit wechseln. Kann ich das auch mit diesem Song? Ah ne, Quatsch. Stopp. Ja, okay. Dann probieren wir das mal mit dem Huhn aus. Nein! So. Es reicht, hervorragend. Fantastisch. Der Potions. Shop ist geschlossen. Wenn mal die Dark Souls oder From Software Regel an, immer erst oben gucken, dann nach unten. Was für ein schlechtes Kind. Oh. Und Wasser, womit haben die uns beleidigt? So ein schlechtes, unerzogenes Kind. Ich muss dir ein Gerücht erzählen. Der Top-Schreiner hat einen Sohn. Der Kollege, der unter dem Baum sitzt, jede Nacht. Okay. Hm. Ich werfe da auch mal über den Zaun. Nein! Über den Zaun. Ja, ist das hier ein Loch, in das ich reinfallen kann? Oder ist es erst oben, dann unten? Da ist noch ein Huhn. Ah, vielleicht kann ich mit dem Huhn zu dem Typen auf dem Dach. Dach ist immer noch höher. Mal kurz gucken, ob ich hier rein kann. Ja. Ich glaube, ich muss die nicht gleich alle wieder rüberwerfen. Thank you.
Ja, okay, wenn nach 4 immer noch keine Reaktion zeigt. Oh ja, schön. Ich hoffe, ich muss mir die Position von diesen komischen Augensteinen nicht merken. Ich muss die wieder so werfen. Okay. Software-Regel gilt hier nicht. Fliegen wir mit dir mal zum Stall? Ist das letzte wieder in den Stall gegangen oder muss ich das jetzt auch nochmal wieder finden? Hm. Ausgerechnet das Huhn ist zurück. Für das ich am meisten tun muss. Also. Nein. Deko-Nüsse benutzen, um Hühner zu betäuben. Jedes Item hat seinen Nutzen. Moment. Oh, hier. Betäuben. Hoffentlich ich kill die damit nicht. Sind das alle? Bitte hilf mir, das letzte zurückzubringen. Kann denn jetzt noch eins sein? Was? Du hättest das Huhn rausscheuchen können. Hier oben oder ist das unten? Hä? Ah, da. Wie machen wir das jetzt? Hör dich. Kann ich anvisieren? Das ist gerade Deko-Nüsse. Probieren wir das mal. Die macht mal Kisten kaputt. Mit Bomben wahrscheinlich, ne? Also ich habe vorhin schon mal erwähnt, meine Zelda-Logik ist ein wenig eingerostet. Also ich vermute mit Bomben. Mit vollem Körpereinsatz. Ah, danke. Das habe ich komplett vercheckt, dass das geht. Das habe ich noch nicht einmal gemacht im Spiel. Da wäre ich tatsächlich von alleine gerade nicht mehr drauf gekommen. Jetzt aber.
Danke dafür, dass du meine Kuckucks gefunden hast. Ich habe Allergien. Deswegen kriege ich Gänsehaut, wenn ich sie anpacken muss. Für die Hilfe gebe ich dir das. Das ist aus Glas und sollte hilfreich sein. Ein Glas. Eine Bottle. Sehr gut. Jetzt können wir wahrscheinlich auch diese Käfer fangen, die uns die ganze Zeit auf dem Boden wegkrabbeln. So, ich glaube, wir gehen noch zum Death Mountain. Ah ne, wir brauchen dafür ein Schild. Wir müssen zurück. Flaschen, gläsernes Gold in Ocarina of Time und Majora's Mask. Gut zu wissen. Also je mehr, desto wichtiger. Desto besser. Nein. So. Zurück zum Markt. Weil wir haben auch den Typen befreit, ne? Und jetzt in der. Jetzt wieder in der Farm. Der den Kollegen aufgeweckt. Und Navi meinte, wir sollten mal zurück in den Wald. Hey, Tipp, den Schild gibt es auch auf dem Friedhof für umsonst, aber ich weiß nicht, ob man dafür Bomben braucht. Okay. Ich versuch's mal, so wie es das Spiel mir gerade präsentiert. Ich spreche mit den Händlern. Ist hier jemand drin? Ja, mit dir haben wir gerade schon geredet. Wie war dein Name? Ingo. Der am härtesten arbeitende Ingo sollte die Farm übernehmen und nicht der andere Idiot. War die Kühe drin, glaube ich. Da schläft er schon wieder, das gibt's doch nicht. Oh, ich bin wach. Was? Das nicht der Waldjunge ist von gestern. Besten Dank fürs Aufwecken. Ich hab Marlon endlich wieder, auch noch, wenn es gedauert hat. Marlon ist jetzt wieder gut drauf. Das ist ein kleines Spiel. Es gibt drei Super-Kuckus. Die rausfinde. Bekomme ich irgendwas Gutes? Okay, probieren wir mal. 30 Sekunden, okay. Das ist eins. Nee. Okay, das war eine dumme Idee. What? Nein! Ich habe B gedrückt. B bedeutet nein. Überall, nur nicht in diesem Spiel. So, du bist eins. Meine Güte, was ist denn los mit euch? Du
Wenn ich noch mehr Geld verbrate. Ach, für 5 Rupies. Okay, für 5 mache ich es nochmal. Diesmal muss das klappen. So, einer ist hier. Ist er nicht? Eieiei, was, also... Sollen doch die sein, die schneller picken, ne? Naja. Nee, behalt er nicht mehr. Versuchen dich zu erkennen, ist Selbstmord. Nix da, du machst das zu Ende. Ja. Ah, gleich. Da ist doch. Hallo. Ich bin's, der Feenjunge. Ihr Name ist Epona. Ist das nicht süß? Ja. Wer heißt das? Ich soll dich fangen? Kann ich nicht. Nein? Okay. Ja. Oben links, rechts. Und die Eule guckt sogar zu. Sehr schön. Hi. Hallo. Könnt ihr interagieren? Mona mag dich, ja. Ups. Ja. Was heißt das? Also, ich weiß, dass irgendwann sind wir mal Buddies. Aber jetzt gerade noch nicht. Ja, das? Kommt Epona zu mir. Alles klar. Ich habe den Grundstein zu einer wunderschönen Beziehung gelegt. Aber mir gibt's ja gar nichts zu machen. Alles klar, danke. Ich kann nicht diese Kisten rausnehmen. So, okay, zurück zu den Hühnern. Noch irgendein anderes Erkennungsmerkmal bei denen. Das sieht so aus, als wäre es dasselbe Modell. Kollege. Ah, jetzt will er wieder 10 haben.
Oh. Hey, nice. Pures Glück. Das ist das Letzte. Du hast sie alle gefunden. Komm rüber. Du hast das Talent, einer der besten Cowboys zu werden. How would you like to marry Melon? Möchtest du Melon heiraten? Nein? Ich mach nur Spaß. Nur Spaß. Ist ein bisschen jung dafür, oder? Hier hast du ein Sample von London Milk. Kannst die Flasche zurückbringen und jedes Mal einen Refill bekommen. Okay, funktioniert wie eine Fee anscheinend. Ich kann damit Leben wieder kriegen. 5 pro Screen. Okay, sehr schön. Jetzt, wo ihr wieder hier seid, was ist hier oben? Ist das hier jetzt was passiert? Nee. Zwei von vier. Es gibt vier von den Dingern. Okay. Sehr gut. So. Okay. Hatte gehofft, ich kann vielleicht schon reiten oder so, aber dann ist das anscheinend Timeskip bedingt. Sieh Inventar. Ja, da muss ich auch nochmal rein. Ah ja. Okay. Macht Sinn. So. Auf zum Market. Ob 50 genug ist. Es ist einfach nicht zu rollen wäre ein Frevel. Ob es vor die Brücke hochgeht? So auf jeden Fall nicht. Yes. Was kaufen müssen. Da kommt noch mal ein bisschen was mit hier. ...75 klingt nicht nach der richtigen Menge. Gehen wir jetzt noch auf 80. Speedrunner werden nicht watschen, die coolen Kids skippen seitwärts in Lichtgeschwindigkeit. Okay. Muss ich ja mal ausprobieren. Aber ja, von einem Speedrun bin ich mittlerweile meilenweit entfernt. Ich weiß nicht, wie schnell das Spiel geschafft werden kann, aber... Nichts. Ja, komm. Hey! Immerhin. Dich? Kann ich dich wegschießen? Ah, nee, bringt mir nichts. Okay. Auf zum Markt. Das Ding kostet nicht 100. Wo war er? Da glaube ich auch nicht. Gar nicht. Vermutlich hier? Yes. Ja, wir haben doch jetzt gesprochen. Äh,
80. Das gibt's doch nicht. Noch zwei. Richtig, du Heider. Beim Herz einsammeln rüber geskippt. Okay. Aber mehr vor in die Wache rein. Ja, das mache ich. Ups. Bevor ich hier noch länger rumeier. Gleich versteckt drin. Also ich habe das Gefühl, der blaue war vorhin gerade auch schon mal da. Kann man bauen. Ah, Maximum. Okay. Und kein Herz dabei gewesen. So, Kollege, gib mir das Schild. Ach, und jetzt hat er tatsächlich auch viel weniger genommen als. Jetzt hat er nur 40 genommen. Gut. Dann legen wir den einmal an. Ja. Wie? Schön. Das haben wir auch gleich. Ja. Achso, okay. Ich dachte, der macht Tag. Ah doch. Macht er auch. Seitwärts. Okay, probieren wir mal. Katastrophe. Okay, hier auch mal. Und dann spricht man versehentlich einen an. Heieiei. Ich glaube, die Breath of the Wild... der Baumensch, da erinnert mich auch an dieses Design. Hat die schon wieder alle Hühner verloren? Was ist los mit der? So. Sie hat eine Allergie. Kriegt eine Gänsehaut. Eine Gänsehaut ist keine Allergie. Okay, hier kann man anscheinend auch bomben. Hm.
Das Krabben? Sehr schön. Hi. Einer der Geronen. Steine essen ein Wesen, die im Todes des Mountain leben. Der Fels blockt den Eintritt zu Dodongos Cavern. Wichtiger Platz für uns Geronen. Richtig gefährlich. Ein Gerudo in schwarzem Armor hat seine Magie benutzt, um den Eingang mit dem Felsen zu versiegeln. Wenn du mehr Gerüchte hören willst, dann ab in die Stadt. Direkt oben auf dem Weg. Selbst zu Fuß braucht man nicht mehr. Was hast du, Navi? Ach, Saria, ja. Was gibt's bei dir? Oh. Eine wunderschöne Fee lebt oben auf dem Todesmountain. Möchtest du sie nicht sehen? Plotlücke. Steinesser scheitern daran, den eingangs versperrenden Fels wegzuessen. Vielleicht schmeckt er einfach scheiße. Oder er ist ein Magiefels. Nice. Auch für die N64-Zeit so dieses im Wind wehende Stück Stoff ist schon ist nice. Hier komme ich garantiert auch nicht ohne Bomben weiter. Hey! Vorsicht! Was geht hier? Ja, und das N64 Raytracing und so. Ich bin tatsächlich ja gespannt, ob jemand wie beim Mario 64 Port auch bei Ocarina of Time Raytracing reinkriegt. Okay. Bevor ich mich jetzt hier bereit mache, ist das, glaube ich, ein ganz guter Punkt für heute, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Schild, nächster Dungeon am Start. Oder vor dem nächsten Dungeon die nächste Stadt am Start. Das ist doch okay so. Ja. Danke fürs Zugucken. Schön, dass du nochmal wieder reingeguckt hast, Kaiser. War aber auch nicht so häufig online jetzt in letzter Zeit. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal auch. Wobei ich noch nicht genau weiß, wann. Ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dann mit den Gerudos und... Nee, mit den Goronen und Steinessern und Dungeons. Guten Appetit, hau rein. Danke gleichfalls, falls es bei dir noch was zu essen gibt. Wenn nicht,